fertig ist wieder eure Malwanne und ich bin zurück mit meinem Tagebuch. Oh yeah, baby. Da dieses Video Teil 2 ist von meinem Draw My Diary Format, müsst ihr erstmal Teil 1 sehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Für alle anderen, viel Spaß. Wer sich nicht mehr ganz erinnern kann, das letzte Mal hat es damit aufgehört, dass ich mich entscheiden musste, ob ich mit Marvin zusammen sein möchte oder nicht. Das war der 23.12., ein Tag vor Weihnachten. Jetzt haben wir den 24.01.2005. Ein Monat nicht geschrieben, Vanessa. Seid ihr alle bereit? Also, falls ihr noch irgendwas zu trinken braucht, holt es jetzt. Popcorn oder so, denn es wird spannend. Hi Teddy, tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber ich habe dich nicht gefunden. Ich war gar nicht faul. Ich habe Bino nicht gefunden. Yes. Ich bin nicht mehr in Marvin. Das Nicht ist sogar unterstrichen. Ich bin wegen André aus der Stunde rausgeflogen. Alter, was? Was für Wendungen sind das denn hier? Und wegen Marvin stehe ich richtig oft an der Tafel. Die beiden nerven so doll. Bye, hab dich lieb. Niemals mit einem Junge Schluss machen, dann siehst du, kommst du an die Tafel. Das ist weise Worte fürs Leben. Okay, 25.01. Ein Tag später. Jetzt geht's wieder los hier. Ja, es geht los. Hi Teddy, Sophie ist jetzt mit André zusammen. Die beiden passen doch gar nicht zueinander. Wo ist Jenny? Daniel ist voll nett. Ich glaube, wir werden mal gute Freunde. Wer ist Daniel? Ich hatte einen Daniel in meiner Klasse. So, mal gucken. Ich habe nicht so gute Erinnerungen an ihn und jetzt steht hier, dass ich beste Freunde mit ihm werde. Ich darf gar nicht mehr mit Sophie spielen. Vielleicht ist Marvin doch noch in mich. Jetzt muss ich aber ins Bett. Es ist schon 22.15 Uhr. Ciao, Vanessa. HDGDL. Alter Vanessa. Ich darf nicht mit Sophie spielen. Und jetzt bin ich vielleicht doch noch in Marvin? Ich habe gerade einen Satz überlesen. Als ich gesagt habe, dass André und so nicht zueinander passen, habe ich gesagt, ich bin doch in Marvin. Ey, Vanessa, entscheid dich mal. Okay, 26.01.2005. Hallihallo. Hallihallo. Ich bin froh, dass ich mich mit Sophie gut verstehe. Ich weiß selber, dass ich Jenny viel zu sehr vernachlässige. Ich weiß gar nicht, was Marvin denkt. Ich finde es nicht schlimm, dass Sophie und André zusammen sind. Sophie ist jetzt mit André zusammen. Die beiden passen doch gar nicht zueinander. Das ist gut, dass ich das weiß, denn nur drei Menschen wissen das. Was? Das ist gut, dass ich das weiß, denn nur drei Menschen wissen das. 27.01.2005. Hallo Teddy. Heute haben wir einen Bio-Test geschrieben. Oh. Es hat heute geschneit. Am Ende der Schule habe ich mit Ann-Christine gespielt. Ich weiß nicht, ist Marvin noch in mich? Heute gehe ich schon wieder so spät ins Bett. Morgen gibt es Zeugnisse. Gute Nacht, deine Vanessa. Warum haben meine Eltern mich so lange wach sein lassen? Alter, 22.15 mit 11, 12, 13, was? Das ist spät. Das ist ganz schön spät. Also, hier nochmal ein Appell an meine Eltern. Ihr wart scheiße. 29.01.2005. Hallo Teddy, es tut mir leid, dass ich nicht geschrieben habe. Aber ich habe bei Jennifer geschlafen. Warum nenne ich sie dann plötzlich Jennifer? Jennifer. Ich kriege immer mehr Pickel. Das nervt. Oh, Vanessa. Ich und Jenny haben in Piep Zettel aufgehangen, wo steht, dass wir mit Hunden Gassi gehen. Vielleicht wird das ja was draus. Jetzt, wo ich mit Marvin zusammen sein will, ist er nicht mehr in mich. Diese Love Story ist wirklich die schlimmste, die ich jemals gelesen habe. Und der Autor ist auch nicht so talentiert, muss ich sagen. Spannungsbogen ist jetzt nicht so. Ich muss dir noch was sagen. André und Sophie haben sich getrennt. Also André hat sich von Sophie getrennt. Ich finde das so scheiße von André, obwohl sie nicht zusammenpassen. Was? Die beiden passen nicht zusammen. Aber trotzdem scheiße. Oh Mann, das ist so peinlich. Warum habe ich so eine Sachen geschrieben? Ernsthaft. Aber sie waren nur eine Woche zusammen. Burger! Burger! Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe 1 Liter bestellt und krieg 0,33. Dies ist eine Burgerpause. Oh, geil. Weiter geht's. So, aber sie waren nur eine Woche zusammen. Jetzt habe ich Angst, wenn ich und Marvin zusammen bin, dann, dass das vielleicht auch nur so kurz ist. Später wird meine Unterschrift so aussehen. Ich habe das VW-Zeichen gemalt, weil Marvins Nachname mit W anfängt und meiner mit V. Und wenn ich dann Vanessa W. und ja. VW. Cool, oder? Okay, ich brauche einen Cliffhanger. Ich will Burger essen. 30.01.2005. Hi Teddy, mir war den ganzen Tag sowas von langweilig. Und als ich im Internet war, war Jenny auch da. Sie hat nie zurückgeschrieben. Ich habe dann geschrieben, okay, wenn du mich ignorierst, dann werde ich dich in der Schule auch ignorieren. Ich will unbedingt als Klassensprecher gewählt werden.
falls wir wählen. Bye-bye, deine Wanni. Ich habe mich verhalten wie so eine Eintagsfliege, die so gegen die Scheibe fliegt und plötzlich irgendwo anders hinfliegt. Was war los bei mir? Also, Evie ignoriert mich. Ich hoffe, ich werde Klassensprecher. In einem Satz. 2.2.2005. Hallo Teddy, ich habe heute in Mathe eine Strafarbeit bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich in Marvin bin. Morgen haben wir zur zweiten Stunde. Juhu! André soll mal sehen, seine... André soll mal seine verlogene Fresse halten. Ja, er war doch derjenige, der nach einer Woche Schluss mit Sophie gemacht hat. Ich will jetzt schlafen gehen. Gute Nacht. 3.2.2005. Das ist echt... Ist so ein Auf und Ab mit uns, ne? Hi Teddy, ich bin heute nicht in der Schule gewesen, weil ich krank bin. Mir geht es schon besser, aber trotzdem gehe ich morgen nicht zur Schule. Good job. Ich habe heute also eben ein Zäpfchen bekommen. Ich will sagen, dass es nicht wehtut. Gute Nacht, Vanessa. Kelly, wenn du das hier siehst, Zäpfchen. 4.2.2005. Hi Teddy. Heute war ich schon wieder nicht in der Schule. Dafür hat mir heute Ann-Christine meine Hausaufgaben erklärt. Sie ist sogar zu mir gefahren. Ey, Ann-Christine, du bist die allerbeste Freundin, weißt du? Du bist nicht in diesem Drama drin. Ann-Christine war immer so meine Freundin, die normal war. Oh, sie ist schon was ganz Besonderes. Ich habe schon fast alle Hausaufgaben gemacht. Mit dem Zäpfchen im Hintern. Sophie und ein paar andere haben gesagt, dass die Schule ohne mich langweilig ist. I want fabulous, that is my... Hallo Teddy, heute haben wir die Sitzordnung geändert. Ich muss leider neben Marvin sitzen. Aber das ist gut, weil wir diese Woche nur 3 Tage haben. Ich will zu Fasching gar nicht als Eisprinzessin gehen. Ich will ein Mann sein. Ich hab dich bärig doll lieb, mein Bärchen. Kuss bei bye, Vanessa. Oh. Na, das ist doch mal ein guter Cliffhanger. Werde ich eine Eisprinzessin oder ein Mann zu Fasching sein? Wer wollte mich zwingen, eine Eisprinzessin zu sein, wenn ich das gar nicht möchte? Schaltet auch beim nächsten Tagebuch wieder ein, wenn es heißt, Vanessas Leben ist ein einziges Chaos. Und das nicht mal, bevor sie ihre Periode gekriegt hat. Tschüss, bis dann.